mit Schwärmen schwarzer Löcher bestürmen? Versuch's mit dem Supernova-Sturm. Das ist das Beste im Leben. Liebe, Freundschaft. Nein, das Beste ist, deine Gegner mit Hunderten von Kugeln wieder und wieder zu durchlöchern. Der Supernova-Sturm braucht eine Sekunde zum Aufladen. Aber wenn er soweit ist... Gespannt, wie weit du kommst. Das wirst du bald herausfinden. Hier komme ich! Der Lombard sieht auf der Kreuze! Hab leider keine Einladung. Energiequelle beschädigen? Gute Idee. Sehen wir uns mal um. Bist du da, Rivet? Wir haben Kids Signal geortet. Trudy kommt zur Hilfe. Spring auf ihren Rücken. Was für eine Show. Sollen wir das Ganze noch etwas interessanter machen? Alle Kreuzer, Zerstörerstrahl aktivieren. Planetare Zerstörung! Hey! Hat er gerade planetare Zerstörung gesagt? Unsere Ausrüstung spielt verrückt. Diese Kreuzer durchbrechen die Planetenkruste. Die Zerstörerstrahlen können ganze Planeten in wenigen Minuten zerstören. Der Imperator wird Sargasso komplett auslöschen. Soll er versuchen? Ich lasse nicht zu, dass er meine Heimat zerstört. Überlass das Mutterschiff uns, Rivet. Wir lenken sie mit unserem fiesen Zugfüßler ab. Ihr Schaffe, wir kümmern uns um die Schlachtkreuzer. Okay, so langsam habe ich's raus. Du fliegst wie ein Traum, Trudy. Ja, danke, dass du uns nicht abwirfst. Die Generatoren an Deck der Kreuzer dürften kein Problem für Trudy sein. Nimm das und das, aber vergiss bloß das nicht, klar? Einer weniger. Noch jede Menge mehr. Oh, ein Kreuzer wurde zerstört. Ich bin verzweifelt. Was soll ich nur tun? Ich weiß. Schilde hoch, meine teuren Schlachtkreuzer.
Schilde? Geht's nie mal leichter? Diese Schilde halten all unseren Waffen stand. Keine Ahnung, wie wir da vorbeikommen sollen. Hey, wir haben ein paar Bomben aus unserem Gelatonium-Vorrat gemacht. Das sollte euch bei den Schilden helfen. Trudy kann sie aufheben und auf die Kreuzer werfen. Da sind die Bomben, die Mord meinte. Holen wir eine. Mal sehen, wie ihre Schilde mit einer davon klarkommen. Unwahrscheinlicher Sieg in letzter Minute und du bist von der Liste gestrichen. In Sodom-Gefängnis mit dir. Ach, pfeif auf Tradition. Peppen wir die Sache auf. Wir sind offenbar in einer Dimensionsfalte. Zum Glück ist dem allwissenden Imperator nicht klar, dass ich weiß, wie man hier wieder rauskommt. Nein, zu weit. Kommt schon, Spalten, helft mir doch mal. Ihr beide habt wohl eine Vorgeschichte. Tja, ja, könnte man sagen. Ich habe lange um unsere Galaxie gekämpft. Verlor Freunde, meinen Arm. Das war der Imperator? Oh, nein, nicht so ganz.
Das war bei einer Mission. Ich hatte einen Geheimgang in seinem Turm entdeckt. Und wollte mich reinschleichen. Allein. Die Tür war direkt vor mir. Dass da noch ein Kampfbot war, habe ich nicht bemerkt. Ich wollte wegrennen. Ich war nicht schnell genug. Plötzlich stoppte er. Ich entkam, bevor es zu spät war. Aber ich habe mir diesen coolen Arm gebaut. Ist also okay. Rivet. Ich... Schon gut. Hey, da! Ein Ausgang. Sieh doch mal! Gehen wir zu Zorkis. Vielleicht haben Ratchet und Clank gute Nachrichten. Kreife sind verbindlich, Schatz. Die Chefköchin der Bergleute wird wohl vermisst. Bestimmt weiß jemand in der Zentrale was. Finden. Er hilft euch, Captain Quantum zu warnen. Ich hoffe, Ratchet hat keinen Ärger. Oder sind da jetzt mehr von den... Oder sind da jetzt mehr von den Dingern? Ich fürchte, die Dimensionskatastrophe wird schlimmer. Na, je schneller wir Pierre finden, desto schneller können wir alles reparieren. Irgendwie. Wir finden einen Weg. So wie immer. Oh, was für ein Song! Und eine Sondermeldung. Adonis ist heute wegen einer privaten Veranstaltung geschlossen. Der Hinrichtung. Von Pierre Le Fer. Eindringlinge werden sofort erschossen und oder erdolcht. Und vergesst nicht Absatz 4 des Piratenkodex. Niemals das eigene Schiff in die Luft jagen. Natürlich wird unsere einzige Spur zu Captain Quantum gleich hingerichtet. Vielleicht kann uns jemand anderes sagen, wo er ist. Lieber Präzision als Masse. Der Kopfjäger sorgt für stellare Schießereien. Hast du es nicht auch, wenn deine Gegner sich einfach völlig in der Distanz verschanzen? Tja, genug gehasst. Mit dem Kopfjäger kannst du sie endlich treffen. Zieh den Zielenabzug halb, um ganz nah heranzufahren. Zieh ihn ganz, um langsam zu werden. Und zieh den Feuernabzug, um den Kopf deines Gegners von seinen Schultern zu trennen. Oh yeah! Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Ich werde dich vermissen, Sweetie.
für ein schöner Abend für eine Hinrichtung. Darauf habe ich gewartet. Hi. Könnten wir bitte mit Captain Phantom sprechen? Dringlinge! Bald lernst du die Spitze meines Schwertes kennen. Ich muss um diese Schilde herum. Mit dem Teleskop haben sie wohl etwas ausspioniert. Pierre lebt noch. Ich glaube, durch diese Höhlen führt eine Abkürzung zu ihm. Schnell, Ratchet. Du wirst die Hinrichtung vereiteln und regeln. Wir müssten Pierre durch diese Höhlen erreichen können. Geh weiter, bitte. Hey, Kumpel. Wenn all das hier vorbei ist, hilfst du mir, die Lombaxe zu finden? Natürlich, Ratchet. Du hast deine Meinung geändert? Vielleicht. Ich weiß nicht. Heute dachte ich, der Dimensionator würde mir nur Ärger bringen. Aber ohne ihn hätten wir Rivet und Kit nie getroffen. Ich glaube, das bedeutet was. Alle Viecher gewesen sein. Nicht ganz fair. Wie wär's mit dem Knochen und ein bisschen Kopfkraulen? Du verhandelst knallhart. Der Knochen, Kraulen und ich leg noch meinen Lieblingshut drauf. Aber komm nicht auf die Idee, noch mehr zu fordern. Okay. Der Knochen, Kraulen, mein Hut und mein Schiff. Lass mir nur meine Beute. Mehr hab ich nicht. Schön, schön, du kannst alles haben. Hol mich nur hier raus, Hündchen. Bitte, ich flehe dich an. So, Scheiße. Wie sind Hinrichtungen denn so? Ist meine erste heute. Ah, die Wirklichkeit, arme Kreatur. Eindringlinge, ahoi! Alle Mann, auf sie und erledigen! Anvisieren! Wir haben den Hai umzingelt! Leb, kommst du hier nicht raus, Lombax! Wenn wir schnell sind, schaffen wir es doch zur Hinrichtung! Was ist da los? Die Dimensionskatastrophe wird schlimmer. Na toll, Spring, Halsabschneider, das fehlte gerade noch. Wo sind wir? Die hat mein Schulter geklaut, Mann! Es ist noch nicht vorbei. Es öffnet sich noch ein Spalt.
Auf diesem Planeten? Hat sich nämlich so angefühlt. Oh, so viel Glück haben wir niemals. Da, Pia ist direkt voraus. Wieso will mich ständig alles umdrehen? Hast du sehr gut gemacht, Ratchet. Danke, Kumpel. Ich habe deine Gesellschaft ganz schön vermisst. Und ich werde nie wieder schwimmen gehen. Hey, Blubber! Wenn jemand Noir retten wollte, jetzt wäre... Eindringlinge! Ihr haltet den Arm des Gesetzes nicht auf, ihr! Rivets kleine Roboter und ihr! Protégé? Was macht ihr denn hier? Ich bin nicht ihr. Wir retten dich. Ich will mich nicht verstören, aber... So! Du musst uns helfen, mit Captain Quantum zu reden. Er schützt den Rüster. Okay. Piraten im Anflug. Bin dran. Danke, Kumpel. Schaff mich von diesem Viech weg!
Normalerweise würde ich Freunde nicht helfen, aber ihr habt mein Leben gerettet. Und ich bin Pierre Lefebvre, Gentleman extraordinaire. Für eine Audienz bei Captain Quantum müsst ihr die Piratenprüfungen absolvieren. Was ist das? Eine Tradition so alt wie Grog, bei der sich alle Piraten ihre Lorbeeren verdienen. Geht zum Schädelberg, schließt die Prüfungen ab, dann findet ihr den Captain. Ziemlich suspekt. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue. Geht mir auch so. Aber nur mit ihm finden wir Captain Quantum. Wir müssen bloß diese Prüfungen bestehen. Moment. Macht man Grog aus? Der Flitzkäfer wäre bestimmt froh, hier rauszukommen. Ja, bitte komm gut an! Bitte komm gut an! Das Vieh hat keine Bremsen, oder? Du bist schon mal einen dieser Flitzkäfer geritten, oder, Clank? Wenn man sich verzweifelt festklammern reiten nennen kann... Er erinnert sich wohl an uns. Und er verfolgt uns? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Willkommen zu den Piratenprüfungen. Na, wer soll denn mit uns selber rasseln? Was? Was? Die Piratenprüfungen sind ein Freizeitpark? Cool. Also? Alle Stimmbänder bereit für ein schurkiges Schunkel-Shanty? Oh nein. Hey, das ist die richtige Einstellung. Hör dir das Shanty an und schieß in der richtigen Reihenfolge auf die Piraten zum Wiederholen. Matrosen, sing Shanty! Matrosen, sing Shanty! Sehr gut, wirklich! Jetzt der kleine Kerl! Pardon? Ich hoffe, dein Gedächtnis taugt was! Von Mädchen in respektablen Machtpositionen! Von Mädchen in respektablen Machtpositionen. Musik in meinen Ohren. Und jetzt alle. Hey, das ist die richtige Einstellung. Die
Feste. Warten! Die an der Küste warten. Bravo! Du hast die erste Prüfung mit Bravour bestanden. Jetzt geht's weiter mit der zweiten. Ich dachte, es lief ganz gut. Ja, wir sollten das wohl öfter machen. So, du hältst dich für einen Piraten, hm? Überleg's dir, denn jetzt trittst du die härteste Prüfung an. Der Schrecken von Boku Boku Bay. Der Zerstörer von Boot 34B. Die Inspiration aller Gruselgeschichten. Jeder Umriss in den Schatten und alles Unheilige in unserer schönen Galaxie.